Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei MassaPix.de und diesmal geht es darum, wie wir in so eine Rollfilmkamera oder theoretisch auch in eine Boxkamera, wo wir ansonsten immer einen Rollfilm einlegen, einen Kleinbildfilm einlegen können. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Was brauchen wir alles für unser Experiment? Wir brauchen eine Rollfilmkamera. Das kann eine alte Boxkamera sein, das kann eine Klappkamera sein, das kann aber auch genauso gut eine zweiäugige Rollfilmkamera sein, zum Beispiel eine Rollei oder eine Mamiya, was auch immer ihr gerade habt. Ich habe das hier am Beispiel von einer Klappkamera, werde ich das heute machen, weil ich da auch ein schönes großes Negativ bekomme und kein 6x6 oder kein 6 cm langes Negativ. So. Jetzt tun wir mal die beiden Kameras auf die Seite, die brauchen wir gerade nicht. Die waren jetzt nur noch mal um zu zeigen. Sondern wir beschäftigen uns heute mit der Voigtländer Besser. Die habe ich ja hier schon mal euch vorgestellt. Die kann man auch aufklappen. So, und auf der Rückseite, wenn ich die Kamera öffne, dann sehe ich hier der Bereich, wo normalerweise der Rollfilm reinkommt. Und natürlich liegt dann hier die Spule drin und ich kann den Film dann schön aufdrehen. So, das machen wir heute nicht, weil wir wollen ja einen Kleinbildfilm einlegen. So, wir haben jetzt aber das Problem, dass der Kleinbildfilm ja kleiner ist. Das sehen wir ja schon von der Patrone her. Die Patrone ist schmäler als die Rolle, als die Aufwicklung. Jetzt brauchen wir irgendwelche Zwischenstücke. Schauen wir mal. Und da kann man sich, entweder kann man die kaufen oder man kennt jemanden, der sie einem mit einem 3D-Drucker ausdruckt. Und das habe ich hier machen lassen. Ich habe hier so zwei kleine Aufnehmer, einen links und einen rechts, die hier in die Kleinbildpatrone eingesetzt werden. Einen da und einen da. So, und somit habe ich jetzt schon erreicht, dass die Breite von der Rollfilmpatrone oder Welle genauso breit ist wie mit den Adaptern, wie eine Kleinbildpatrone plus die beiden Adapter. Ich kann also auf der Seite die Nehmerspule einsetzen und auf der Seite die Kleinbildpatrone. Und der Film wird sich dann hier so rüberziehen. Warum mache ich das eigentlich? Das zeige ich euch mal ganz schnell. Ich möchte nämlich ein schönes, großes, breites Negativ haben. Normalerweise kommen Negative im Format 6x9. Wir haben hier nochmal das Negativformat 6x9. Das läuft, das spielt hier rüber und wir sehen schon, die Negative sind sehr, sehr groß. 6x9 cm groß. Wenn wir dagegen mal ein Kleinbildnegativ legen, hier habe ich mal einen Diafilm. Das ist ein normales Kleinbildnegativ von der Breite her. Das heißt, ich kriege hier locker 2 bis 3 Kleinbildnegative über die gesamte Länge. Was ich jetzt dann nachher machen möchte, ist, dass ich den Kleinbildfilm in der Mitte der Kamera laufen lasse, dass ich dann am Schluss ein schönes belichtetes Negativ bekomme, oder ein Positiv, dann wenn ich es entwickelt habe, das so breit ist, mit Rand und so lang wie der Film. Dadurch kriege ich natürlich ein wunderschönes, theoretisch, Panorama, mit dem ich dann auch mal einen ganz anderen Effekt erzielen kann, weil ich dann auch die Randstreifen des Negativs noch mit dabei habe, ja, und auch einfach mal jetzt hier versuchen kann, Panoramabilder zu machen. Also der Teil mit dem Kleinbildfilm, der kommt hier rein. So, jetzt muss ich nur noch schauen, wie kriege ich das Ding auf der anderen Seite befestigt. Ja. Das Einfachste ist, ich nehme so eine Rolle und befestige das mit Tesafilm. Das können wir jetzt mal machen. Ja, ich mache es jetzt mal ganz einfach, ungefähr in die Mitte. So, das legen wir jetzt hier ein. Und ich glaube, da liegt dann final auch der Trick drin, wie man es befestigt. Und kann dann hier drehen. Wenn wir hier ein paar Mal drehen. Es kann sein, da sieht man es schon ganz leicht, dass der Film sich so schräg einzieht, weil er hier vorne nicht geführt wird.
Und das müssen wir natürlich versuchen zu verbessern. Aber jetzt haben wir den Film auch schon eingelegt. Jetzt probieren wir gleich noch was anderes. Wie oft muss ich denn hier eigentlich drehen? Weil mir fehlt natürlich der Index, der auf der Rückseite des Films normalerweise drauf ist. Ja? Ich habe ja hier das kleine rote Fenster. Auf der Rückseite des Films sind ja die Zahlen drauf. Und jedes Mal, wenn so eine Zahl an dem kleinen Fenster vorbeihuscht, weiß ich auch, wann ich wieder das nächste Bild machen kann. Das heißt, der Film entsprechend weit vorgewickelt ist, vorgespult ist. So, jetzt muss ich mir helfen und mir will es einfach mal aufschreiben. So, ich habe hier schon mal eine Markierung gemacht. Wie oft muss ich denn hier vorwärts drehen, damit diese kleine Linie, die wir hier sehen, hier drüben erscheint? Eine einmal, zweimal, dreimal, wir sind mittlerweile hier, viermal, sind wir da, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Fünfmal. Mit fünfmal sind wir auf alle Fälle auf der guten Seite. Fünfmal eine halbe Umdrehung, also zweieinhalb Umdrehungen bei dieser Kamera, damit ich den Film dann am Schluss nicht überlappe, weil ich möchte auch natürlich Doppelbelichtungen vermeiden. So, also das können wir wieder raustun. Also das hier ist zwar gut und funktioniert sicherlich auch. Das ein oder andere Mal, wenn man nur die Rolle nimmt, um den Film aufzuspielen, aber ich denke, das Ganze kann man noch verbessern. Und deswegen habe ich hier von einem alten Kleinbildfilm, den ich schon entwickelt hatte, die innere Rolle rausgenommen. Ja, und jetzt machen wir das nämlich so. Wir bauen das Ganze so auf, dass wir einmal den Film haben und zum zweiten auf der anderen Seite genau das Gleiche nochmal machen. Und hier den Film einziehen lassen in die Richtung. Das brauche ich uns jetzt nicht zeigen, das können wir uns ungefähr vorstellen. Wir kleben das da dran und dann rollen wir das genauso auf. Dann ist der Film auch schön geführt. Aber ich denke, man kann es noch verbessern. Die dritte Möglichkeit, die gefällt mir nämlich fast am besten. Ich werde den Film versuchen, direkt in eine Filmpatrone einlaufen zu lassen. Ja, ich habe hier noch eine Restfilmpatrone, da hängt noch so ein bisschen Film dran. Wenn man hier dran dreht, dann zieht es den Film ein. So. Und genau das werden wir hier probieren. So. Und jetzt kann ich dann den Film direkt in die Rolle reinziehen lassen und dann wird er auch in der Kamera noch geschützt gegen Lichteinfall. Das ist ja dann trotzdem noch das Problem bei so einem Experiment, dass wir gar nicht wissen, kann es jetzt sein, ob Lichteinfall ist oder nicht? Ja, die Kamera hat keinen Lichteinfall, das haben wir ja im vorigen Video schon mal gesehen, wo ich ja auch diese großen Negative dann oder beziehungsweise den ersten Film damit gemacht habe, um zu sehen, ob die Kamera überhaupt funktioniert. So. Dann würde ich sagen, laden den Film, packen den Kleinbildfilm aus. So, da ist der Film. Der kommt da rein. Das ist jetzt quasi der gelbe. Den muss ich jetzt dann austauschen. Und ich schneide den hier vorne auch noch ab, damit ich den schön aufsetzen kann. So, schneidet man noch die Ecken ein bisschen ab. Jetzt habe ich nur noch eine Sache, an die ich denken muss. Das Ganze doch nochmal auf die Seite schieben. Ich habe ja hier dieses Fenster, das rote, hier unten. Und durch das rote Fenster kommt natürlich Licht rein, der meinen Film belichten kann. Deswegen werde ich hier mit so einem blauen Isolierband hier das kleine rote Fenster zukleben. Vielleicht zweimal sogar. Ja. Jetzt halte ich das mal schnell gegen das Studiolicht. Also für mich ist das noch nicht dunkel. Einen Moment, ich muss doch noch ein schwarzes Band holen. So, ich bin wieder da, man soll ja nicht pfuschen. Deswegen tausche ich das Blaue schnell aus. Ich habe kein schwarzes Klebeband, aber ich habe so ein Stück Aluminiumklebeband. Das blaue Band ist nur als Schutz, dass ich die Kamera innen nicht beschädige. So, da kommt jetzt definitiv kein Licht mehr durch. Und jetzt müssen wir die noch aneinander kleben. So, machen wir jetzt hier diese. Einmal Zwetschge. Die lassen wir jetzt hier ein bisschen überlappen.
Also, wir haben hier den Testfilm. Der kommt darüber. Die lange Seite von meinem Aufnehmer kommt da rein. Die kurze Seite, weil das dann hier verschwindet, kommt da rein. Und das versteckt man jetzt schon mal hier drin. So. Und den ziehen wir jetzt hier rüber. Legen den hier ein. Und ist das jetzt nicht eine schöne Lage? Und der Film liegt auch schön plan da. Erst wenn der Film so weit ist, werde ich, dass ich, also wenn die Kamera geschlossen ist, dann werde ich fünfmal, haben wir gesagt, beim ersten Mal sechsmal eine halbe Umdrehung machen. Und wenn ich dann die sechsmal die halbe Umdrehung gemacht habe, dann kann ich mein erstes Bild machen. Schauen wir mal, wie viele Bilder rausgehen. Ich schließe jetzt mal die Kamera. So, eine halbe habe ich jetzt sicherheitshalber mal gemacht. Genau, und ja, und wie geht das Ganze jetzt weiter? Jetzt muss ich natürlich, mache ich die Kamera auf, ganz klar. Ich habe ja bei der Kamera hier meine ganz normalen Einstellungen, die habt ihr ja schon gesehen. Also die Blende kann ich einstellen, die Zeit kann ich einstellen. Und hier habe ich den Sucher. Jetzt muss ich natürlich dann immer das Motiv so aussuchen und mir hier oben und unten vom Sucher ein kleines Stück wegschneiden. Also wenn das mein Sucher ist, belichte ich natürlich jetzt nur den Bereich. Ich habe jetzt nicht die ganze Höhe oder die ganze Breite. Das Ganze muss ich dann entsprechend im Hochformat oder im Querformat machen. Bevorzugt wahrscheinlich, denke ich mal, möchte ich Querformatbilder machen, damit ich hier ein richtig schönes, langes Negativ habe. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt draußen. Hallo zusammen, jetzt bin ich draußen, versuche die Kirche zu fotografieren. Tut mir leid, wenn es hier ein bisschen laut ist, aber das sausen gerade zwei Traktoren hin und her. Vielleicht noch ganz kurz, ich werde eine kleine Wasserwaage mitnehmen, damit ich die Kamera schön ausrichten kann. Und die Belichtung messe ich mit meinem Sixtomat. Wir erinnern uns, dass ich bei einem 50stel oder bei einer 100stel Sekunde mit der Kamera ungefähr mit einem 60stel Belichtungszeit rechnen kann, weil halt der Verschluss das nicht mehr hat, nicht mehr anders hergibt. Das heißt, ich gehe auf diese 1/50stel Sekunde und oder 1/60stel und suche mir die passende Blende dazu aus. Ich zeige euch jetzt mal schnell, was ich gerade gemacht habe. Wasserwaage ist ausgerichtet. Ich bin auf 1/100stel bzw. 1/50stel. Ich muss jetzt dann noch aufziehen und Blende grob 16 und auf Landschaft. Mit Traktor im besten Fall. Das erste Bild zeigt schon genau das, was wir erreichen wollten. Die Perforation ist mitbelichtet und so ist die Kirchturmspitze und der Traktor auch genau in der Perforation zu sehen. Leider haben sich hier aber auch zwei Fehler eingeschlichen. Einmal der Lichtanfall rechts unten im Bild zu sehen, der sich durch eine Fehlanwendung in der Entwicklungsdose ergeben hat. Ich habe den Mittelstift der Entwicklungsdose vergessen und da ist Licht eben eingetreten. Und zum anderen war der Entwickler zu wenig bewegt während der Standentwicklung und da sehen wir eben diese Streifen in der Perforation nach unten kommen, in dem Fall, das wir auch in dem einen oder anderen Bild im Nachhinein sehen wollen. Nichtsdestotrotz, bleibt dran, es kommen noch ganz viele schöne Bilder und die möchte ich gern mit euch teilen. Dann kann ich es ja schon mal vorspulen, also haben wir gesagt, maximal sechsmal, also einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und ein bisschen. Dann haben wir die Kamera zum Aufklappen. So. Mal schauen, dass wir sie jetzt richtig einstellen. Querformatbild. Theoretisch könnte ich natürlich auch den Aufstellsucher verwenden. Auch mal spannend, gell? So. Aber da weiß man auch nicht genau, wie man da durchschaut. Mal wieder zu. Wo ist meine Wasserwaage? Richt mal wieder schön aus. Diesmal. Das passt Auge hier. Auge mal Pi ist gut genug. So, dass man es sehen kann. Da ist es genau in der Mitte. Im Wasser passt so einigermaßen. Das war's. Das wäre jetzt mein nächstes Motiv. Ein Baum braucht einen Fuß, deswegen habe ich jetzt geschaut, dass ich eine Perspektive finde, wo ich hier beim Baum und auch noch theoretisch den Fuß sehe.
Ich habe mein 50. Und ich muss den Film weiter transportieren. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, das ist zu viel. Macht nichts. Drehen wir uns jetzt einfach um, fotografieren mal ein bisschen gegen das Licht. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Aber der Hügel hier ist so schön, ne? Also ihr seht, es ist eigentlich relativ unkompliziert, auch wieder mit der Kamera zu fotografieren. Scharfstellen durch Einstellen der Porträtgruppe oder Landschaft. Dann haben wir die Belichtungsmessung. Dann haben wir eigentlich nur eine Belichtung, also eine Zeit, die ich einstelle, das ist 50. oder 100. Blende dazu. Bei Sonnenlicht sollte das in jedem Fall funktionieren. Ja, ich kann es dann immer nicht lassen. Ne? Wenn ich dann noch so ein schönes Motiv sehe, muss ich euch doch nochmal mitnehmen. Ich fand jetzt das mit den Bäumen so toll hier. Ja? Wie die Sonne da reinscheint. Und dann machen wir jetzt einfach mal so ein Panorama hier in die Richtung. Also so habe ich es jetzt mal ausgerichtet. Das ist das, was theoretisch dann auf dem Bild drauf sein soll. Und einstellen tue ich jetzt mal nicht ganz auf Landschaft, Blende eher ein bisschen weniger, Blende 11 aufgezogen, haben wir es ja schon, und im Hochformat kann ja auch spannend sein. Ja? Da ist auch so ein schöner Baum. Der steht jetzt genau in meiner Linsenrichtung. Ich hoffe, dass der jetzt noch ganz drauf ist, vielleicht sogar hinten mit der Birke. Ich messe nochmal. 50. Blende 11 haben wir drin. Aufgezogen ist es. Noch einmal ausgelöst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war mal ein bisschen was anderes, ein Experiment. Habt Spaß beim Fotografieren und probiert auch mal was aus. Letztendlich kann man ja gar nicht viel kaputt machen. Die Ergebnisse habt ihr gesehen. Ich denke, die waren ganz okay. Vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig. Aber für den ersten Ansatz, denke ich, bin ich ganz zufrieden. Also, schaut auch mal meine anderen Videos an oder besucht mich mal auf Instagram. Habt Spaß und bis bald.